Hallöchen, Leute. Nur mal kurz, nur mal gucken, ob das funktioniert. Ich habe ja das Zahnrad hier, das ist ja hinüber. Ich habe jetzt mit einem 3D-Drucker ein neues gedruckt. Aber der Pinöpel hier an der Seite ist doch ein bisschen dünn geraten. Eventuell mache ich das aber mit Nagel, dass ich da ein Loch reinbohre und Nagel dann durchstecke. Jetzt will ich bloß mal gucken, ob das jetzt auch überhaupt hinhaut. Sollte eigentlich hinhauen. Also von der Größe her ist es das gleiche. Mal schauen, wie weit ich das jetzt hier wieder auseinandernehmen muss. Konnte ich das jetzt rausnehmen? Nee. Also mal gucken, das Zahnrad sitzt da in der Ecke. Also muss ich wieder die Front ein bisschen abschrauben. So. Gummi musste ich da eigentlich noch reinlegen. Und dann war das so da drinne. Das klappt. Das sieht aber nicht so aus. Nicht kaputt brechen hier. Das geht ein bisschen schwer. Drin ist es. Zoomen mal ein bisschen rein. Schwarz kann man jetzt nicht erkennen, ne? Hier ist es drinne. Es ist ein bisschen lang. Vielleicht klappt das ja. Ich mach mal. Hier wieder rein. Wie war denn das? Irgendwas blockiert gerade. Vielleicht klappt es nicht. Kannst du ausprobieren. Strom ist drin. Ja. Besser als ich dachte. Ja. Natürlich klar, das geht nicht. Federhack ich nachher gleich ein. Gut, die Feder hake ich jetzt ein. Also muss ich es doch noch mal neu drucken, ein bisschen.
Und das macht er jetzt nicht mehr. Okay. Original-CD mag er nicht. Denk mal, das liegt an der Elkos. Nee. Error. Naja, gut, es hat ja funktioniert gehabt. Ich denke mal, sind die Elkos und der Laserstrom vor allen Dingen, dass das nicht hinhaut. Das wollte ich nur einmal kurz zeigen. Also das Zahnrad funktioniert, aber ich muss doch noch ein bisschen überarbeiten. Also das eine noch ein bisschen dünner machen. Also den Durchmesser hier minimal dünner. Und da ein bisschen kürzer. Und dann gucke ich mal mit dem Nuppi. Also das ein bisschen kürzer. Und vielleicht die Zähne ein bisschen länger. Boah, das könnten wir noch ein bisschen tun. Das kriegen wir noch hin. Haben wir das Loch. Ja, 2 mm. Das sollte passen. Gut. Aber wie ihr seht, man kann sich auch ein paar Ersatzteile selber drucken. Wollte ich nur mal kurz zeigen, als kleines Update. Na, geht doch da wieder rein. So. 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 Gummi lasse ich hängen. Oder? Ja, das hängt. Gut, dann danke fürs Zugucken und ich melde mich dann, wenn ich das nochmal neu hab. Okay, bis dann. Tschüssi.